Oh, da hinten ist Loot. Oh, ich kann mich gar nicht an die Frage erinnern, dass die Frage auftaucht. Okay, lauf, 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 lauf. Yes. Und weg. Nein, weg. Und kaputt. Okay, dauert definitiv zu lang. Und die sind übel, übel. Einfach nur übel. Das heißt, wer dient das Gebiet verlassen? Hier, Travel, Majula, jo. Und die letzten 20 Minuten Seelen sammeln waren für die Katz. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben ja ein bisschen Loot bekommen. Ich benutze mal eine Human Effigy, damit unser Einstieg im nächsten Gebiet ein bisschen einfacher ist. So. Humanity restored. Dann wurde mir noch gesagt in den Kommentaren, dass ich doch eventuell bei allen Händlern entweder etwas kaufen soll oder alles kaufen soll. Damit sie auch mal neue Sachen im Inventar bekommen. Das werde ich auch machen, wenn wir dann irgendwann mal ein paar Seelen über haben. Dem ist hier momentan noch nicht wirklich so. Und ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen, bis wir sowas Sachen über haben. Zumal gerade jetzt beim Rüstungshändler, nee, braucht nicht so wirklich Rüstung. Ich weiß nicht, ob der auch oben hat. Aber Rüstung wären für uns uninteressant. Ah. Merkt euch diesen Punkt. Der hat mich in meinem privaten Spiel zum Wahnsinn getrieben. Aber okay. Ist bei mir auch nicht so schwer. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in das Gebiet, wo man von vornherein auch hingehen könnte, was wir bisher vermieden haben. Wir sind halt in den Wald der gefallenen Riesen, wo wir gegen kleine Untote gekämpft haben und etwas größere Untote in so einem Schildkrötenpanzer. Aber was hier jetzt kommt, ist gleich ein ganz anderer Schnack. Zack, was haben wir hier? Crimson Parma. Schinken. Du da. Crimson Parma. Der ausgefallene Name und die schöne Bemalung ist definitiv auf dem Mist eines Händlers gewachsen, der das Ganze wertvoller machen wollte, als es eigentlich ist. Sehr schöne Beschreibung. Da ist ein Schalter. Was steht denn hier Schönes? Viel Glück. Was? Okay. Klick. Versuche den Hebel. Ja. Das ist eine sehr sinnvolle Nachricht, direkt an einem Hebel ranzuschreiben. Wie kommt man da drüben auf die andere Seite zu der Nachricht? Switch. Was? Da ist ein Hebel, richtig, aber ich kann ihn nicht drücken. Was zur Hölle? Ja, Switch. Kriegst auch ein Rating dafür. Ah, Pull. Ist aber nur für den Weg zurück, oder? Ja, es ist nur, falls man sich umentschieden hat und doch auf die andere Seite will. Ja, nee. Ich will wissen, was da drüben steht. Wahrscheinlich nur Haha oder so. Und das im Springen muss ich unbedingt üben. Ja, es war schon mal ein Anfang. Na komm, wir wollen dahin, dann rechts rum unterdrücken. Ja. Hurra for Jumping. Bitteschön. Mist. Ein Diebesschwert, das zerbrochen ist, und eine Seelenbatterie. Und freie Fläche voraus. Ja, das ist eine schöne Gegend, muss man schon sagen. Hat was. Tada! Heides Tower of Flame. Und da ist der erste Gegner. Und der ist ein bisschen weit weg. Und wirkt trotzdem schon sehr groß. Und der ist auch einfach scheiße groß. Hält auch sehr viel aus. Ich dachte zuerst, das wäre ein Boss. Also. Und ist tot.
und bringt 440 Seelen. Das ist sehr schick. Also zum Farmen ist das eine richtig gute Ecke. Aber im Stream dachte ich halt wirklich, das wäre ein Boss, weil, ne? Riesengroß, schwer, hat mich, glaube ich, gewonnen-hittet sogar. Und dann dachte ich mir, oh, das geht ja gar nicht. Dann habe ich ihn doch irgendwann geschafft, gehe ein paar Schritte weiter und steht noch einer davon da. Nämlich er hier. Kann ich dich ansnipern? Jo. Hallo. Hallo, das war der Pfosten. Der hier ist ein wenig komisch. Also einmal hat er eine... Einmal hat er eine Waffe, die anderen nicht haben. Und der respawnt nicht. Im Gegensatz zu den anderen Riesentypen hier. Sublime Bone Dust. Was machst du? Da. Verbrennen an einem Bonfire, um die Estusflasche aufzustufen. Das ist schick. Man sagt, das seien die Überreste eines Heiligen, der sich selber ins Bonfire... Nein! Gerugon! Also man sagt, das wären die Überreste eines Heiligen, der Brüsten folgte, der sich selber in das Bonfire begeben hat. Aber wir werden es niemals wissen, denn Asche erzählt keine Geschichte. Das ist richtig. Wir wollten eigentlich ein Gott werden und nicht uns anzünden. Und jetzt einem neuen Helden dazu dienen, ein Feuer anzuzünden. Obwohl das Sinn macht. Ein Held opfert sich, um Asche herzustellen, damit der andere mit der Asche ein Feuermeller anzünden kann. Es geht immer noch um Feuer, das sind alles Pyromanen hier. Und ich mag die Schildjungs nicht. Aber ja, ich hau dich... Oh. Ja, ja, ja. Oh, das Tanzen als Nahkämpfer mit den Jungs. Als ich angefangen habe mit Dark Souls 2, habe ich versucht, die... Oh. Die Kombination von ihnen rauszufinden und was für eine Schlagkombo ist das mit 1, 2, 3, 1, 2, 3 und dann zuschlagen und ausweichen. Und als Magier muss ich jetzt nur dafür sorgen, dass sie mich hauen. Dann haben sie keine Deckung und dann mache ich sie kaputt. Genau so. Ja, viel einfacher. Und dadurch, dass es hier halt so eine offene Fläche ist, macht er das. Achso, das Ding hier ist gerade hochgefahren. Ja. Talana ist neugierig, die drückt einfach mal das Ding. Wenn man ein Powergamer wäre, könnte es Sinn machen, das Ding nicht zu drücken. Aber müsst ihr selber wissen dann. Da fährt jetzt nämlich so ein Ring hoch, was die Arena da hinten größer macht. Aber das erzähle ich dann mir ja später dazu. So, will ja nicht so viel spoilern. So, da ganz hinten ist ein Gegner. Hier ist ein Zweihandgegner. Dich pullen wir mal. Kommen wir da an der Tür vorbei? Jo. Es ist übrigens sehr gut, dass wir zuerst das andere Gebiet gemacht haben, also den Wald. Weil sonst hätten wir hier drin nicht genug Zauber gehabt. Dann hätten wir nur 30 Seelenpfeile. Damit hätten wir 2, 3 von den Riesen angreifen können und das war's. Oh, Kamera bitte einmal richtig machen. Kamera. So, du greifst mich jetzt bitte an. Oh, dann greift mich beide an, das ist auch okay. So. Jetzt müssen wir hier runter und das mögen die nicht. Die mögen nicht hier durch die Tür gehen. Das heißt, eventuell gehen die gleich wieder zurück. Und wenn sie zurückgehen, halten sie mir ihr Schild hoch. Das ist nee. Genau du, hau mich. Mhm. Oh, der Trüa. Hätte treffen können, hätte treffen können. 21 Seelenpfeile noch. Ich muss unbedingt diese Amber Herbs mehr kaufen. Weil wir werden gleich nicht mit... Nein! Und ich sollte immer auf die Umgebung achten. Aber ist hier nicht so schlimm, weil man kommt recht schnell wieder an die Stellen ran, wo man gestorben ist. Weil es halt nicht so verwinkelt ist. Also ja, es gibt nur begrenzt viele Abzweigungen, also nicht so viele Wege. Aber man sieht die Gegner kommen, man weiß, wo wer ist und dann ist das schon wesentlich angenehmer. Und man hat halt so große Flächen wie hier, wo man schön hin und her tanzen kann. So, ich sollte jetzt nicht sterben.
Ich habe vorhin schon zu viele. Wirst du wohl mal. So, ist das Schild wieder oben? Nee. Lauf! Genau, erstmal dich einsammeln, das ist das Wichtigste. So, der komische Typ mit dem Zweihand-Hammer-Ding ist ja weg. Das heißt, hier oben ist er ruhig. Und 2610, sehr gut. Jetzt bist du allerdings wieder da und hältst gleich dein Schild hoch. Ja, ja, ich hab dich ja auch lieb. So, komm her. Muss unbedingt in steigern. Damit für die Jungs ein bisschen routinierter, schneller down bekommen. Die respawnen alle 12, 13 Mal und haben jeweils 440 Seelen. Also lohnt sich auf jeden Fall, alle zu töten. Bis keiner mehr respawnt. Das macht zum einen das Gebiet schneller zum Durchlaufen. Und man kann so auch endlich mal ein Gebiet durchlaufen. Das ging in Dark Souls 1 ja eigentlich nie so wirklich gut. Aber hier wegen begrenztem Respawn, kein Ding. Wenn ein Gebiet viel zu schwer für dich ist, dann tötest du halt nach und nach langsam alle Gegner. Und irgendwann sind kaum noch Gegner da. Dann hast du das Gebiet halt geschafft. Das ist in der Hinsicht dann schon mal eine sehr gute Idee gewesen mit den begrenzten Spawns. Andererseits kann man halt nicht endlos grinden. Wobei man es auch nicht muss. Also es gibt die Möglichkeit, ein Gebiet ja zu resetten mit diesem Bonfire. Aber man kriegt so eigentlich auch genug Seelen. Vor allem, wenn man das ganze Gebiet einmal leer macht, dann sollte man mehr als genug haben. So, du. Zack, zack, zack. Oh. Überall Blutpfützen. Ja, das ist das Problem, wenn man am Anfang nicht weiß, in welche Richtung man eigentlich gehen sollte. Man geht zuerst hier hin. So wie ich das auch gemacht habe damals. Dann denkt man, boah, das Spiel ist scheiße schwer, das schaffe ich ja nie. Ich bin ja durchgehend nur am Sterben, was soll der Kack? Oh, genau, sehr gut. Um dann auf die Idee zu kommen, in das andere Gebiet zu gehen, beißt man sich halt hier durch. Wo man das gar nicht müsste. So, wärst du so... Achso, ich wollte gerade sagen, wärst du so freundlich, den Rücken zu uns zu drehen? Aber so ist auch okay. Komm hier runter, hier haben wir schön viel Platz. Jetzt nur noch Schild weg. Darauf warte ich auch noch. Ein Zauberspruch, der quasi ein Schild... Oh. Ein Shieldbreaker Zauberspruch. Selbst wenn ein Gegner ein Schild hochhält, dass er voll getroffen wird. Was natürlich ziemlich OP ist und dann nur begrenzte Anzahl an Ladung haben sollte und dergleichen. Was wäre schon mal schick. So, der Schalter ist wieder oben. Weil x Gegner gestorben sind. Ich glaube, es hängt damit zusammen, wie viele Gegner in der Umgebung waren. Oh, nee, der andere Schalter hier ist hochgekommen. Okay. Weil die Mitte frei ist. Okay. Also wenn die drei hier tot sind, kommt der Schalter hier hoch. Den drückt die neugierige Talana jetzt auch mal und hört gleich wieder Steine knirschen. Und Wasser. Da hinten. Ring auf Ring. Das heißt, na, sie will schon gucken, was da hinten ist. Aber wir merken uns für die Zukunft, da geht's auch noch lang. Und da ist nämlich ein sehr schöner Boss. Also, ne? Wenn man so nostalgisch ist und so. Da ist nix. Da ist eine Kiste. Und da ist schon die Nebelwand. Okay. Zweihänder. Zweihänder mag ich. Nicht sterben, nicht sterben. So. So. 5000 Seelen. Es wird sich schon fast lohnen, jetzt zurück zum Leuchtfeuer zu gehen und nochmal hier durchzulaufen. Aber nein. Pick up Green Blossom. Das war das Zeug, was für schnellere Stamina-Regeneration sorgt.
was für uns jetzt nicht so wichtig ist. Und da laden wir jetzt da rein. Eigentlich sollte man noch was anderes machen, um den Kampf einfacher zu gestalten, aber das weiß Talana ja nicht. Talana läuft jetzt einfach da rein und will töten. Hallo, du. Hast gerade nicht so viel Schaden genommen, okay. Das war der erste Boss, den ich gesehen hatte. Im Spiel. Und er ist von den Bewegungsabläufen ein wenig ähnlich gewesen wie die Ritter hier in dem... Ritter hier in dem Gebiet. Was zur Hölle? Warum triffst du mich? Meine Hitbox ist nicht so groß. Ey, jetzt bin ich... gebusch. Ah, okay. Das war eben sehr komisch. Also der hat in die Luft gepiekst. Locker zwei Kopf Abstand von Talanas Kopf. Oder Körper allgemein und trotzdem getroffen. Wir sollten vielleicht noch auf die großen Pfeile umsteigen. Hm? Trink schneller. Roll dich. Trink nochmal. Au, Kacke. Lalalala. So ist gut. Man sollte eigentlich eher zu seiner Linken immer rollen, weil da ist das Schild. Und da, wo das Schild ist, kann er nicht ordentlich angreifen. Was ja auch Sinn macht und so. Trotzdem ist er ganz schön gehastig. Komm, ich hätte gerne Abstand. Die Chance, ein, zweimal zu zaubern. Ja, sehr gut. Nochmal rollen, nochmal rollen. Ah, das zweite Mal war zu gierig. Wow. Okay, es war knapp. Immer nur ausweichen, einmal zaubern. Genau, kein zweites Mal. Einmal zaubern, wieder Angriff provozieren, einmal zaubern. Und dann ist der auch gleich kaputt, Nick. Au. Okay, Dreierkombo habe ich nicht dran gedacht. Okay, Angriff provozieren. Heilung. Sicher ist sicher. Wir können von der alten Frau gleich ein paar von den Life-Gems kaufen. Und ich habe schon wieder zwei lange gesammelt. Roll! Weg, 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 weg. Ich muss immer noch vorsichtig sein, weil es gibt hier noch einen Ring, wo man runterfallen kann, ganz außen. Au! Okay, einen. Warum erwischst du mich? Nein, ich mache das jetzt nicht absichtlich dramatisch. Komm weg. Okay. War da wirklich noch einer? Nee. Dragon Rider Soul. Ja, gut. Und 18.000 Seelen insgesamt. Ich bin davon ausgegangen, und ich bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher, dass es noch einen Schalter draußen gab, den Talana nicht gedrückt hatte. Von dem ich aber wusste. Und wenn man den drückt, dann ist die komplette Arena hier sicher. Heißt, man kann nicht außen runterfallen. Deswegen bin ich halt übervorsichtig gewesen, habe immer so viel Abstand gehalten vom Außen und so weiter. Aber musste ich wohl gar nicht. Es gab nur diese Fenster hier, wo ich hätte runterfallen können. Nee. Na gut. Gucken wir weiter. Also hier steht bestimmt erstmal Hurra oder so. I did it. Ja, bitteschön. Schreibt ja alle das Gleiche. Okay, weil man nur begrenztes Vokabular hat, das stimmt wohl. Ein Leuchtfeuer. Eine Frau, die kniet. Are you from these parts? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it, that's for your heart to decide. Das ist so ein typischer Klerikerspruch. Gib so viel, wie du denkst, dass es richtig wäre. Anstar.
Dass man bloß mehr bezahlt, als es wert ist. Ja. Aber für uns uninteressant. Weil Face haben wir nicht. Und vor allem auch einen Ring, der den Glauben steigert. Das ist eine sehr komische Idee. Die Kleriker der großen Stadt Wolgen sind durchgehend in Machtkämpfe verwickelt, also untereinander. Aber zwischen ihnen gibt es noch ein paar willensstarke, aufrechte Nobelmänner. Oh ja, das Konzept, dass ein Ring Glauben steigern, ist komisch. The gods frown upon such soul scrimpers. Genau, und wenn man nicht genug Gold bezahlt, dann werden sie garstig. Just speak up if you're in need of miracles. That's why I'm here, after all. Du bist hier, um Gold zu machen, wie eine Hexe. I'd heard awful rumors about this place, and I'm afraid they were all true. The king, gone. The earth, ravaged. The burden on the people weighs heavy. I fear that by now they may have scarce room in their hearts for miracles. Why did I come here? Well, do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? Mm-hmm. My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Yeah. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is... well... I must do this. Sie ist mir sehr, sehr unpathisch. All alone only makes this a more fitting test of my fortitude. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings on, I'll have to move soon. To a place I could gull the... sorry, help the gullible by teaching the good word. Genau. I expected this cathedral to be bustling. Ja, okay, das kennen wir schon. Without any go... oh, done so... ja, ich bin fertig mit dir. Sie ist allerdings recht wichtig. Wer mit ihr nicht spricht und zu einem gewissen Raum zurückkehrt, verpasst man doch eine ganze Menge. Und kann das Spiel auch nicht beenden. Das ja, ist ein bisschen doof. Aber gut, wir gehen jetzt hier hin, wir reisen nach Majula, dahin zum Leuchtfeuer und geben erstmal unsere Seelen aus. Und dann sollten wir auch gleich fertig sein. So, da. Nicht hier, da. So. Oh, und wir müssen noch die Asche verbrennen. Können wir das... bei ihr? Nee, bei ihr können wir nur mit Charles das machen. Okay. Du... Int. Fertig. So. Dann zum Leuchtfeuer. So. Burn. Sublime Bone Dust. Okay. Und stärkere Estus Flask. Sehr gut. Also, waren doch recht produktiv, auch wenn der Anfang ein bisschen doof war mit diesen drei Gegnern da. Die sind halt doch recht happig für uns als Magier, so stark wie wir halt jetzt gerade sind. Müssen wir später gucken, wie wir das machen. Das könnte eventuell einer der Gegner sein, wo wir wirklich Hilfe brauchen von NPCs oder Spielern. Aber erstmal gucken wir uns jetzt bei diesem Metallriesen weiter um. Da gab es ja noch mehrere Ecken, wo wir noch nicht waren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis denne.